Ja, Leute, ich verkneife mir an der Stelle ein beliebiges Wortspiel mit Hai, so wie es alle anderen Pressekollegen getan haben. Wir haben einen Code für Maneater bekommen, eine Hai-Simulation, kann man schon fast sagen. Ich habe das Spiel ausgiebig gezockt die letzten Tage und ich werde euch jetzt verraten, ob das Spiel auch was taugt. Ich habe nicht taugt gesagt. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Los geht's. Ich habe eine Weile überlegt, wie ich euch das Spiel am besten einmal präsentiere, ob ich euch einmal Gameplay zeige oder ein stinknormales Review mache und bin dann zu dem Entschluss gekommen, warum nicht beides. Wir spielen hier einmal kurz das Tutorial durch und ihr seht direkt schon eine der Stärken von Maneater. Ich finde, diese Unterwasserwelt sieht unfassbar cool und atmosphärisch aus, weil man findet immer wieder auf dem Boden irgendwelche Schiffe oder teilweise auch ganze Gebäude, die irgendwie mal untergegangen sind. Und das, ihr könnt euch vermutlich schon denken, das komplette Spielgeschehen spielt unter Wasser. Das heißt, wir können tun und lassen, was ein Hai so kann. Zum Beispiel diesen armen kleinen Fisch, den können wir mit dem rechten Trigger einfach aufmampfen. Wir können auch so einen Fisch nehmen und das war ein schlechtes Beispiel, weil der Fisch so klein war. Wie wäre es mit dem hier? Einmal packen und mit der Schwanzflosse einmal gezielt irgendwo wegpfeffern. Das wird zum späteren Spielverlauf nochmal relativ wichtig. Wir können natürlich auch an die Oberfläche schwimmen und uns die, ich glaube, nicht weiter benannte Stadt angucken. Und hier... Ja, machen wir ein bisschen Radau. Wir haben jetzt beispielsweise hier die Mission, wir sollen hier die ganzen Menschen auffuttern. Das Spiel ist ein bisschen makaber und blutig, aber ich denke mal, bei einem Hai-Spiel darf man das auch erwarten. Und wir sollen jetzt hier als Missionsziel einfach mal ein bisschen für Unruhe stiften. Das heißt, wir schnappen uns jetzt hier mal diese Männlein. Und die auf dem Einhornboot natürlich auch. Wir können natürlich auch von unter Wasser immer so hochspringen. Oder hier einfach so drauf springen. Und das Einhornboot damit zerstören. Ja, so hört sich das immer an, wenn man Maneater spielt. Das ist völlig normal. Wir können natürlich auch an den Strand hier springen. Und wir haben unten links eine Sauerstoffanzeige, wie lange wir hier sein dürfen. Das heißt, wir können tatsächlich auch hier so eine Weile rumspringen. Wenn hier noch Menschen wären, könnten wir die noch futtern. Unser Missionsziel ist jetzt allerdings die ganzen, Boat Combat. Genau, darauf wollte ich hinaus. Danke, Spiel. Die ganzen Boote hier einmal versinken. Die versuchen natürlich, einen einmal in den Hintern zu schießen. Und mit dem rechten Bumper können wir diesen Schüssen ausweichen, so gut es geht. Aber das Problem lösen wir natürlich wieder nur mit Zahngewalt, sage ich mal. Und wir können natürlich auch das ganze Boot einmal zum Sinken bringen. Nachdem wir es einmal rot gefärbt haben. Zack, die nehmen wir auch noch mit. Und dann schnappen wir uns den hier mal. Oh. Bin ich über das Ziel hinausgeschossen? So, nicht mit mir. Bam! Also ihr seht schon, das ist schon A, blutig und B, ein bisschen over the top. Also, ich kenne das nur aus Jaws tatsächlich, aus dem Film Der Weiße Hai, dass die Haie so penetrant aufs Boot rausspringen, einfach drauf losknabbern. So, ein Boot brauchen wir noch, das ist da hinten. Mit Vollgas, mit dem Gesicht vorne ran. Das passiert übrigens nicht so oft, dass man wirklich haargenau auf dem Boot landet. Bei mir zumindest nicht. Ich habe normalerweise immer vom Wasser aus das Boot kaputt gebissen. So, und nachdem wir genug Krawall gemacht haben, passiert nämlich das hier. Es kommt ein Haijäger. Das wirkt jetzt total episch, dass jetzt ein super krasser Bosskampf kommt, aber nee, so viel Mühe haben sich die Entwickler nicht gegeben.
An der Stelle wäre das Tutorial tatsächlich schon vorbei. Wir haben davor noch ganz kurz gelernt, wie die Steuerung funktioniert. Aber hier beginnt dann tatsächlich die eigentliche Story. Die Story ganz kurz zusammengefasst sieht wie folgt aus. Scaly Pete nimmt unseren Hai gefangen, schneidet ihm den Bauch auf, holt ein Babyhai heraus. Der schafft es allerdings zu fliehen und will natürlich die liebe Mama rächen. Die Story ist also ein bisschen wie bei Bambi. Vielleicht ein bisschen blutiger. Als kleine Babyhai können wir natürlich noch nicht so viel ausrichten, deshalb ist es unsere Aufgabe jetzt im Spiel ein bisschen Chaos zu verursachen und größer und vor allem stärker zu werden. Dafür stehen uns verschiedene Aufgaben zur Verfügung, mal müssen wir eine besondere Fischsorte in einem Gebiet ausrotten, mal einen besonders starken Boss wie Alligatoren oder Orca besiegen, manchmal aber auch einfach nur ein bisschen Radau über der Wasseroberfläche veranstalten. Für jede abgeschlossene Aufgabe kriegt unser Aufzuchthai Erfahrungspunkte und, fast noch wichtiger, DNA in verschiedenen Formen und Farben. Mit DNA können wir nämlich unseren Hai zusätzlich upgraden. Dafür bereisen wir insgesamt 7 Gebiete. Die Aufgaben in jedem Gebiet sind leider immer gleich und wiederholen sich schnell, aber das ist gar kein Problem, weil wir ziemlich schnell aufleveln und stärker werden und das ist ungemein motivierend. Das heißt, die Gegner, die uns ganz am Anfang super viele Schwierigkeiten bereitet haben, werden auf einmal kinderleicht, wodurch man sich als Spieler mega mächtig fühlt. Orcas, once the featured attraction at Marine Mammal Parks, now have a new favorite trick, killing things. Dazu tragen auch die Evolutionen bei, die wir nach dem Besiegen von Haijägern und Minibossen bekommen. Mit denen verändern wir nicht nur unser Aussehen, sondern verbessern auch unsere Statuswerte. Die funktionieren dabei ein bisschen wie ein Rüstungsset. Mit dem Knochenset beispielsweise können wir besser Boote zerknabbern und mit dem Elektroset können wir unsere Gegner kurzzeitig bewegungsunfähig machen. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Sammelitems, ich verliere da immer ziemlich schnell die Lust, bei Maneater allerdings hat sich das immer ziemlich gelohnt. Truhen zum Beispiel enthalten jede Menge DMA zum Aufleveln, Nummernschilder, Nummernschilder sind jetzt nicht so spannend, aber... Die Landmarks freizuschalten hat immer wieder Spaß gemacht. Das sind nämlich meistens Easter Eggs, die sich oft auf Filme und andere Spiele beziehen. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber in der Kanalisation finden wir zum Beispiel einen Killer-Clown, den Frozen Banana Stand aus der Serie Arrested Development, das Zuhause von SpongeBob oder ein Überbleibsel vom gefloppten Fire Festival. Da gibt es übrigens eine ganz coole Doku auf Netflix, die könnt ihr euch mal anschauen. Aber erst nach dem Video. Maneater ist leider nur ein sehr, sehr kurzes Vergnügen. Ich selbst war nach ca. 8 Stunden durch, muss allerdings auch sagen, dass sich durch das immer wiederholende Gameplay die 8 Stunden genau richtig angefühlt haben. Kürzer hätte es nicht sein dürfen, aber der Monotonie bedingt auch nicht sehr viel länger. Ich habe in diesem Video tatsächlich den kompletten Spielinhalt erklärt. Die Bosskämpfe sind zum Großteil der Rede nicht wert, richtig schwer war das Spiel auch nicht, da man durch das Knabbern von Fischen immer wieder Leben regeneriert. Ja, und Fische gibt es halt nun mal einen ganzen Haufen im Meer. Das sind alles kostenlose Health Packs. Easy. Ich muss aber sagen, dass ich in den 8 Stunden bestens unterhalten wurde. Wer absolut alle Sammelitems finden möchte, ist damit noch sicher bis zu 12 Stunden beschäftigt. Und die Easter Eggs sind es auf jeden Fall wert, noch mehr Stunden in das Spiel rein zu investieren. Aber für 37€ sind 12 Stunden eigentlich schon ganz schön wenig, auch wenn das Spiel wirklich sehr, sehr einzigartig ist und sowas bekommt man nicht jeden Tag geliefert. Aber, also versteht mich nicht falsch, das Spiel ist cool und macht Spaß, aber es ist keine 37€ cool. Wartet da also besser mal auf einen Sale. Liebe Leute, ein Abo ist natürlich immer geil, ein Like auch, ein Glöckchen sowieso. Wer jetzt noch weiterschauen will, die Vio hat die Animal Crossing Drinks ausprobiert und der Sepp, der erzählt euch, was es diesen Monat neu auf Netflix und Amazon Prime Video gibt. Also, schaut euch das mal an. Bis dann, macht's gut.